Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde The Infected mit Wowchart und Sam Nameless. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Der See war noch gefroren. Ich bin direkt schon mal los, meine Lieben. Hab Material besorgt, ein Steinkübel voll gemacht, 15 Aluminium, oder? 3, 6, 9, 12, 15 Aluminium. Und hier hatte ich leider nicht so viel Glück. Ich habe nur ein Eisenerz bekommen, der Rest ist Kupfer. Und Kupfer brauche ich tatsächlich momentan gar nicht so viel. Aber früher oder später bestimmt. Wir gehen jetzt nach Hause, schmeißen die Schmelzen nochmal an, würde ich sagen. Gucken, dass wir alles durchlaufen lassen. Ich habe die Außenfassade so ein ganz kleines bisschen weiter vorangetrieben. Die sollte heute fertig werden. Das sah jetzt gerade voll so aus, als ob da vorne an der Renderdistanz war das. Da dachte ich gerade, da habe ich ein Scheinwerferlicht gesehen. Genau. Wir gehen jetzt heim, schmeißen die Schmelzen an. Vielleicht muss ich noch mal eine Handvoll Brennholz holen und dann schlafen wir, sodass es ziemlich schnell morgen wird, weil dann ist der See mit Sicherheit wieder freigeschalten. Und entsprechend geht es dann morgen früh gestärkt weiter. Und dann haben wir auch wieder unseren Fisch und alles. Und dann bin ich mal gespannt, wie das heute insgesamt läuft. Ihr seid da. Ich hoffe, ich habe euch mit drauf. Ich bin jetzt auch kurz vor der Überladungsgrenze. Überhaupt um die Uhrzeit. Ich laufe an der Base vorbei. Also es ist schon noch ein bisschen zu tun. Alles habe ich natürlich nicht geschafft. Aber hier und da, ich habe oben ein bisschen durchgeschmolzen. Also wir sollten normalerweise heute den Rand zubekommen. Hat deswegen ein bisschen länger gedauert, weil ich tatsächlich drüben gleich angeglichen habe. Ja. Oh ja, wir haben wieder unseren See. Also hier sieht es jetzt genauso aus, wie es drüben auch aussieht. Wir müssen es allerdings noch fertig aufbauen drüben. Und dann sind wir hier sicher. Das gefällt mir unheimlich gut, dass das so überlappt. Diesen Steg hier rüber zu, den finde ich gut. Allerdings nur den Zweiersteg. Ich werde wahrscheinlich Säulen reinmachen und werde hier dieses Mittelteil wieder rausnehmen. Wahrscheinlich sogar heute. Oder ich baue tatsächlich die Überdachung komplett rüber. Müssen wir mal gucken, weil ich will ja tatsächlich da oben... jetzt schauen wir mal. Jetzt gehen wir erstmal rein, würde ich sagen. Habe ich die alle drei hier? Einer ist noch leer, einen habe ich jetzt gefüllt. Sehr gut. So. Dann können wir hier wieder unser Zeugs einräumen. Ich bin jetzt tatsächlich gespannt. Ja, ein bisschen was ist noch da. Räumen wir einmal noch gemeinsam die Dinge aus. Dann werde ich nochmal Brennholz holen, dass die Öfen mir über Nacht nicht ausgehen. Dann haben wir jetzt normalerweise die komplette Aluminiumgeschichte erledigt für die Sachen, die noch angezeichnet sind. Wir haben wahrscheinlich die Materialien für die Panel. Wir brauchen, glaube ich, knapp 20 Eisenbarren. Durch das unten noch welche drin sind ohne Ende, müssten wir normalerweise heute hinkommen. Aber bleibt erstmal abzuwarten. Ja, guck mal, hier ist auch nochmal was fertig. Sehr schön. Da haben wir uns ja was angetan. Mist, machen wir erstmal den Eisen. So, dann haue ich mir eben mal ganz kurz die Geschichte hier mit rein. Darf ich nicht vergessen, dass das Zeugs hier ist, weil das sollte primär durchlaufen jetzt als nächstes. Hier fehlt jetzt noch einer, dann haben wir da auch wieder was fürs Herzchen gewonnen. Machen wir die zwei darüber, dass die Aluminiumbarren da hinten zusammenliegen. Es ist der Wahnsinn. Jetzt ist natürlich die Geschichte die... die Pflanzenkübel, die ich jetzt hier oben drin habe, die würde ich ja schon gerne oben drin lassen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nochmal Material opfern müssen für Pflanzenkübel unten. Weißt du, wie ich meine? Lass mich mal ganz kurz reingucken. Müsste hier sein, ne? Hey, es sind nur Bretter. Und Bretter brauche ich heute keine für den Zaun. Ich brauche tatsächlich kaum Bretter. Dann machen wir uns heute den Garten klar. Ja, das machen wir. Sehr schön. So, jetzt pass mal auf. Jetzt muss ich allerdings ganz kurz... das kann ja die ganze Zeit, das Wundermische. Tatsächlich, guck mal. Zack, jetzt ist es aufgeräumt. Zwei Stück fehlen noch, dann haben wir die 20, die wir brauchen. Alu ist keins fertig geworden. Ein Kupfer. Ich hab doch drauf gedruckt. Wie sind denn meine Werte? Ja, die Werte gehen. Ich würde sagen, wir pennen jetzt kurz. Gehen wir das nochmal ganz kurz ab mit dem Brennholz, komm. Siehst du, habe ich auch schon ein bisschen vorbereitet. Ich zeige es euch ganz kurz, weil jetzt sieht man es noch. Hier haben wir ja gestern dann festgestellt, gehen wir eins vorher rüber, schräg vor. Und damit es jetzt nachher schön gleichmäßig aussieht, habe ich sie auch nochmal so aufgebaut. Ne? Wir müssen nur diesen Teil jetzt nochmal anbauen. Aber so ist es. Da kann ich jetzt auch nichts machen, der Monk da mitspielen. Ne? Ich hätte ihn ja schon mal daheim gelassen, aber jetzt ist er schon dabei. Ich würde fast sagen, priorisiert gehen wir jetzt her, bauen außen zu, dass wir uns in Zukunft hier vor Attacken schützen können. Und danach kümmern wir uns um die Beete. Und wenn dann noch Zeit ist, können wir immer noch rumüberlegen. Sag mal, ich krieg doch bestimmt noch mal vier mit, oder? Ich habe auch Knochenpfeile mitgehabt, jetzt wo ich unterwegs war gerade. Für alle Fälle. Ich steige jetzt gerade um auf Knochenpfeile. Allerdings haben wir noch ein paar alte Steinpfeile. Die würde ich vielleicht heute geschwind verjagen.
Sticks brauchen wir jetzt im Moment keine. Brennholz habe ich geholt. Jetzt müssen wir nur noch irgendwo rein. Komm mal her, nimm das alles mal mit. Das brauchst du schon nicht weil ich brauche schon nicht nachlegen oben heute. So. Nabdi-dabdi-dubdi. So, da wisst ihr Bescheid. Meine Lieben, Winter ist vorbei. Ich nehme jetzt aber fast an, dass wir so mit den Klamotten weiterspielen können. Ich merke es ja dann hoffentlich, wenn ich überhitzt werde. Jetzt pass auf, wir hauen mal auf jeden Fall überall zwei Stück rein. Gleiches Spiel hier. Ja, jetzt könnte ich normalerweise schon wieder nachlegen. Das mache ich auch. Dann schlafe ich. Dann stärke ich mich gleich und dann hole ich euch wieder dazu, ne? Bevor wir jetzt hier die Folge durchgeballert haben mit Dings hin und her schieben. Das muss jetzt nicht sein. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen. So sieht's aktuell aus. Wir haben Tag 30, 6:55 Uhr, nee, 6:45 Uhr, März. Unser Wasser ist wieder auf. Das heißt, wir können normalerweise heute auch schon mal Fisch nachlegen. Speer habe ich dabei. Und wir brauchen noch ganz kurz eine weitere Steinaxt, weil die geht man nämlich bald schon wieder alle. Ist auch sowas, was immer wieder dann passiert, wenn du es nicht brauchen kannst. So, meine Lieben, da haben wir jetzt einiges an Vorrat. Fupp, fupp, fupp. So, ab heute komplettes Verbot, in irgendeiner Weise Wildtiere und Zombies auszuschalten. Es sind sowieso keine da. Ich hatte in einer Offscreen-Runde tatsächlich mir dann das mal nicht angetan, weil der kommt ja wirklich alle 5 Minuten, dass ich hier ein bisschen weiterkomme. Aber jetzt sollten wir dranbleiben. Jetzt pass auf. 12 Holzscheit. Das wird auch nochmal Wahnsinn. Machen wir die gleich hier vor Ort. Pass mal auf, machen wir erstmal so viel wie möglich zu, dass nur noch ein Eingang da ist. Dass wir so langsam aber sicher ein Gefühl dafür kriegen, wie viel verballern die mir, wenn die hier draufhauen. Ne? So, es gibt außen an den Pollern noch welche. Die habe ich absichtlich jetzt mal noch nicht gemacht. Wie ihr seht, die sind noch offen. Jetzt bin ich durchgekommen. Ich hätte es nicht gedacht. Oben läuft jetzt gerade nochmal Aluminium durch. Das legen wir heute noch gemeinsam einmal nach. Au, habe ich tatsächlich die Axt? Moment mal. Die hat noch einen Schlag, ne? Dann nehme ich den Schlag auch. Siehst du? Und auf der 2, auf der 3. So. Genau, also la lange Rede, kurzer Sinn. Wir gucken heute, dass wir dicht kriegen. Allerdings nur, was tatsächlich auch dicht gehört. Die Sichtflächen, die ich gemacht habe an den Pollern, die müssen wir heute nicht unbedingt zumachen. So, das kann man dann parallel. Sollen sie von mir aus gegen die Fassade hauen, so lang. Guck mal, der ist nachgespawnt. Wunderschön direkt vor der Hütte. Kann aber auch sein. Warte mal, ich muss das kurz umhängen. Merkt, wenn ihr das einmal gewohnt seid, ne? Wenn man es einmal gewohnt ist, dass er auf der 1 ist, dann geht es schon immer. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Kann auch sein, dass die drüben am See spawnen, die Zombies. Dann müssen wir sie ja nicht unbedingt zwangsweise pullen. Das Schlimme ist, ich brauche von denen noch nicht mal mehr Loot, ne? Die sind jetzt einfach nur noch im Weg, wenn ich meine Solarpanel hier bauen will. Okay, wieso habe ich jetzt hier einen zu viel? Bamsle. Ach, da war noch einer drin gelegen, alles klar. Obenrum interessiert mich alles nicht. Wichtig ist, dass wir heute, wenn wir die Folge verlassen, hier dicht haben. Dass wir Blutmond safe sind, ne? Genau, gerade rede ich davon. Das hier lasse ich jetzt noch offen, ne? Weil da ist ja zu. Die 12. Komm, die hauen wir jetzt kurz rein. Müssen wir ja. Vielleicht mache ich das Tor kurz fertig schon mal. Ja, ich mache das Tor kurz fertig. 3. Kompletter Wagen für so ein Tor. Gut, was willst du dich beschweren? Ich brauche 4 Kupferbarren, die hole ich eben. Lumlilum, die Werte sind noch soweit okay. Das läuft. Da habe ich mich dran gewöhnt. 1, 2, 1, 2. Ich hätte es lieber, dass es von oben nach unten einräumt und von unten nach oben ausräumt. Bämsle! Oh, es sitzt sogar richtig rum. Mich wäscht's um. Denk mal dran, dass wir gleich uns noch ein bisschen Ding mitnehmen. Brennholz, wenn wir wieder reingehen. Ne, also hier sind jetzt tatsächlich 3 offen auf der Frontseite, aber nur eins, was zum Abdichten gehört. So, da muss ich ganz viele Pfeile machen die Tage. Und ich muss zielsicherer werden, damit wir tatsächlich da nicht so viel Damage nehmen an den Gebäuden. So, 3. Schon wieder einer zu viel drin, gell? Dann verballere ich jetzt erstmal den Wagen. Hallo, ich grüße dich. So, fahren wir hier hin. Hat sich fast nicht gelohnt, dass ich einen Wagen mit habe. Der ist der nächste, der zu muss. Zu muss, Humus. Und ich brauche, glaube ich, noch ein paar Seile. Ist da oben schon der erste? Ja, da oben läuft er im Wald drin.
So, hier ist mir das wurscht. Hier ist mir das auch wurscht. Ich fahre mal hier näher hin. Ich glaube, ich muss kurz ins Lager Seile holen. Der ist jetzt auch nur noch bis auf Seile. Und hier fehlt jetzt noch einer. Vier. Und nochmal vier, sind acht Stück. Ich einen Bogen habe ich nicht dabei, gell? Also pass auf, ich hole Seil und Bogen. Seil und Bogen. Wir holen Seil und Bogen. Und wenn wir schon mal da sind, dann werden wir das jetzt auch gleich erledigen. Das ist nämlich nicht unwichtig. Kommt, die haue ich jetzt kurz hier rein. Klamotten und so haben wir ja eigentlich. Okay, jetzt muss ich gleich mal schauen, wie wir das hier aufsplitten. Wir haben noch ein bisschen Alu, was durch muss. Sobald dicht ist, kümmern wir uns um die Solarpanel, ne? Versprochen. Versprochen. Oh, das erste Schweinle höre ich wieder grunzen. Grunzen die Monzen. So, die zwei. Lecco mio. Da war ich sehr motiviert, als ich da zwei Regale hingeballt habe. Weißt du, die sind ja die längste Zeit nie voll. Das sind die Seile. Krokodilhaut müssen wir holen. Ich hoffe natürlich, dass dann entsprechend viele Krokodile auch in dem Sumpf sind. So, lass mich kurz mal gucken, weil der wird mit Sicherheit gleich angreifen. Müssen wir uns auch wieder einen Bogen machen. Das läuft, das läuft. Und weißt du was? Wir machen die hier auch schon leer. Ja, der ist ziemlich weit im Wald oben drin gewesen. Ich glaube, vor dem machen wir kurz unsere Ruhe. Ich hätte es gerne zu, bevor ich den pull, ne? Dass wir schon mal unsere neue Anlage testen können heute. Ja, sehr geil. Ja, also die Seite habe ich nochmal angeglichen. Das war mir es einfach wert. Das war mir es einfach wert. Dann kann ich jetzt auch ein paar Lockholder noch mehr hinstellen. Jetzt haben wir nämlich Platz. Ja, Baby. Na, jetzt haben wir Platz. Dann stellen wir hier schön Lockholder hin. Dum, 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 dum. Richtig fett. Und dann kann ich die nämlich auch füllen. Ja, das stört dich nämlich schon, gell? Kaum habe ich es aufgebaut, stört es schon jemand. So, komm her, da hole ich jetzt das ganze Holz. Das verheizt sich jetzt hier. Ist mir wurscht. So. Wieso ist das hier noch so eng wegen dem Ständerle da oder was? Oh, herrlich. Ja, Baby. Naja, es ist nicht hundertprozentig gerade überall geworden. Aber. Weißt du, wenn ich noch weiter vorgehe? Ne, tut mir leid. Alter, wo kommt nur dieser Zwang her? Den habe ich wohl schon öfter gehabt. Ist tatsächlich der Ausgleich wahrscheinlich für vieles. Ja, soll doch schon. Man muss sich doch auch in-game wohlfühlen, oder? Daheim machst du sowas ja auch nicht. Und in-game sind wir ja auch noch eine ganze Weile immer unterwegs, also das lohnt sich schon. So, pass auf. Zack. Ja, jetzt wissen wir es, warum das. Jetzt wissen wir, warum ich das. Außerdem ist es doch höher jetzt hier. Jetzt habe ich noch Panik, dass mich der Typi drüben, weißt du? Ja gut, aber wenn das der einzige ist, der da spawnt und da drüben, stört er mich nicht. So, das muss ganz knapp. Noch knapper, wenn es geht. Mach's mal so. Ah, Schidi. Na, was hängt denn das jetzt? Da muss ich es doch so überlappen lassen, ein bisschen, ne? Hilft leider nichts, ich muss es so machen. Ist okay. Ich müsste jetzt dann normalerweise hier rausziehen. Dann hätte ich es hier ansetzen müssen. Dann hätte es nach da drüben auch gereicht, ne? Oh, bin ich jetzt erschrocken, Leute. Bin gespannt, ob er die Treppen hochkommt. Vor allem, wo ist er denn schon wieder? Ja gut, das geht mit dem Damage. Es ist nicht so übel. Es könnte schlimmer sein. Wenn das die Forest-KI wäre, wenn sie reingekommen ist. Aber es ist sie nicht. Hey, komm, das kann jetzt nicht. Ach ja. Komm schon, ihr kennt mich doch jetzt schon länger. Ihr wisst doch, dass das jetzt nicht so sein kann, oder? Das tut halt ein bisschen weh, weil da war Mats jetzt da flutscher geht. Komm her, machen wir uns aber weg. Es muss doch jetzt möglich sein, dass wir das schön hinkriegen. Didididididid. Ja, das machen wir so. Dich opfer ich jetzt tatsächlich für die Seite hier.
Aus dem Auge, aus dem Sinn. Und das wird jetzt schön. Jetzt ist gerade nämlich auch der Zombo weg. Naja, das kriegen wir so hin. So kriegen wir es auch verteidigt schön. Also das passt. Ne, ich habe gedacht, wenn ich es so mache, dann spare ich mir das, was mir vorne gefehlt hat, das Stück. Ich mache es jetzt hier mal ganz knapp. Und jetzt müsste es genau reinpassen. Gott, du bist sowas von einem. Also das hast du wieder berechnet. Ja, damit kann ich leben. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt ist es meine Base. Jetzt hauen wir das da ran, oder? So, und die Sachen hier, die noch offen sind, die angezeichneten, die mache ich dann nach der Folge, ne? Weil, wie gesagt, hier haben wir ja schon mal eine Foundation mit 100 Haltbarkeit. Das reicht uns erstmal. Wir verteidigen ja auch ein bisschen. So. Ah, guck mal, du hast die Seile dabei, dann kannst du fertig machen. So, meine Lieben, ein Wägelchen noch. Ein Wägelchen noch und ich muss Fleisch nachlegen. Fleisch müssen wir nachlegen. Das Schwein holen wir uns gleich. Und dann ist es gut. Und nochmal herzlichen Dank auch für die Hinweise unter den Kommentaren, auch heute wieder. Und was ich mir als nächstes auf die Fahne geschrieben habe, wenn ich wieder mal einen Hirsch jage und nicht gleich mit einem Kopftreffer versenke, dann renne ich dem einfach ein paar Meter hinterher, der verblutet, habt ihr mir geschrieben, gell? Das habe ich nicht gewusst, sonst hätte ich das schon immer so gemacht. So, ich weiß nicht, ob die jetzt schon reichen. Wir gucken. Jupp, da hat es auf jeden Fall gereicht. Die drei kriege ich jetzt auch noch hier rein. Jetzt fehlen mir noch vier, fünf Seile und sechs Loks. Kein Problem. Das ist doch gar kein Problem. Weißt du, warum ich gerade so happy bin, trotz der Farmerei? Weil ich mich jetzt einfach gleich freue, wenn wir den Solarpanels ein Stückle weiterkommen. Und vielleicht mal den Mischer so langsam ins Auge fassen. Bäms, fertig. Und sechs Loks haben wir gesagt. Da gehen wir einmal, zweimal rüber. Na, ist das heute auch schon erledigt. Eins, zwei, drei. Und um die Ecke rumgebogen. Hier liegt nichts mehr drauf, ne? Ich habe alles gefuttert. Ich würde sagen, dass wir gleich einen Taucher machen. Dass schon mal der nächste Fisch durch kann, weil mir fehlen bestimmt Proteine bald. Ja, geht schon los. Machen wir uns gleich mal ein bisschen Fisch. Hä? Ich habe mich wieder vergriffen. So, Madame. Hier, bitteschön, liebe Base. Fumm! Komm, wir laufen es kurz ab. Alles dicht, alles dicht. Jetzt muss ich mir halt angewöhnen, mit dem Bauhämmerle durchzugehen, ne? Da oben ist schon der nächste wieder. Na super. Ab wann pulle ich den wohl? Jetzt, oder? Da war ich etwas zu forsch. So, jetzt gucken wir mal. Zählt nicht als Headshot, wenn du den Pfeil hinterm Ohr vom Zombie ablegst. So, gib mir den Pfeil wieder. Ich habe noch einen Pfeil gemacht. Die kriege ich nämlich wieder, ne? Sehr schön. Ah, so. Die lasse ich jetzt an. Ne? Wie gesagt, ich habe die ab und zu schon auch mal ausgehabt, die an der Base da so spawnen tagsüber, weil es echt nervig ist, alle 5 Minuten. Aber jetzt haben wir einen Schutz. Jetzt können wir mal gucken, was da so zusammenkommt. Wenn es zu extrem wird, mache ich sie wieder aus. So alle 2 Folgen dann, weißt du? Weil die KI ist zwar, die ist halt ja, es kommt halt jemand, hier der gute alte Thunfisch, wo kein Mensch weiß, wie er es macht, aber er ist da. So, ich würde sagen, für den ersten Proteinschub in diesem Jahr hauen wir uns das hier mal rein. Dann brauchen wir, habe ich zufällig Rind oder irgendwas, müsste normalerweise irgendwas haben. Oh. Machen wir den Stick noch dazu. Und in der Zeit, wo das jetzt brutzelt, gehe ich schon mal und hole uns noch mal ein bisschen irgendwas ran. Hier stehen sie, die Dinger. So, schöne Geschichte. Jetzt ist es nur noch unfertig, weil die Dinger hier noch offen sind, ne? Die Seiten. Aber wie gesagt, der Zombie kann nicht mehr rein. Da kommt auch schon mein Proteinwarnungsding. Und wir haben noch genug Zeit uns rausgeschafft, dass wir jetzt dann hochgehen, die Panels, die wir angefangen haben, fertig zu machen.
Ne, bei ein paar hatten wir ja schon Material drin. Da möchte ich jetzt ran mit euch. Und wahrscheinlich regnet es dann, sodass dann nichts mehr zusammenkommt. So, einmal hier rüber. Ich fülle es komplett auf. Darf mal wieder durchbrennen, das gute Stück. Naja, nicht ganz komplett. Rest kommt hier rein. Was haben wir hier noch so drin? Das kann jetzt rüber ins Lager gleich. Ist das schon durchgelaufen hier? Gekochter Fisch, gekochter Fisch, gekochter Fisch. Was Füchsle? Durst haben wir auch. Der kommt ja hoffentlich nicht rein, oder? Der kommt ja hoffentlich hier nicht durch. So Stückle. Kriege ich da einen Headtreffer durch den Zaun? Treffe die ganze Zeit eher meine Base, gell? Scheiße. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis es. Das ist der Fuchs. Der ist doch schon bei mir, oder? Weiß man auch, wie lange das dauert, bis es. Ah ja. Cool. Also funktioniert auch bei mir, ne? Danke für den Hinweis. Schauen wir mal. Oh, Ausdauer sollte ich mir aufsparen. Nicht, dass der quietsche Fuchs wieder mal ums Eck kommt. Ich will mal kurz gucken, ob ich die Pfeile vielleicht nochmal wieder finde, die ich gerade raus. Ich hasse dich, kleiner Fuchs. Ah, ich sammle die nachher auf. Ja, kann natürlich sein, dass die hier drin spawnen, ne? Dass das in der Ecke zu groß ist. Komm du nur, ich hab mich eingemauert. Ich hab mich eingemauert. Ich wette, hier kommt er durch. Der Fuchs. Oder? Was meint ihr? Okay, weiter geht's. Wir haben natürlich zu tun. Außerdem, wenn ich jetzt die Tore auflasse, ist das natürlich mit der Base hier auch nichts. Also, Wertecheck, passt. Das Ding ist dicht. Alles, was jetzt hier noch so offen ist, mache ich dann praktisch offscreen. Ich habe jetzt nur Bock, dass ich mit euch ganz kurz einfach das Ganze mal, als ob man jetzt. Ich kann das doch hier schön dagegen machen, guck mal. Ja? Und das Lagerfeuer sollte normalerweise auch. Weil da haben wir Platz. Ich renne jedes Mal hier mit der Helm ein, wenn ich da ums Eck laufe. Ne? So, Nummer 1. Dann holen wir mal die Trockenständer kurz. Ja, da baue ich mir hier die. Hier koche ich. Und hier nebendran baue ich mir so eine Überdachung für die Trockenständer. Dann haben wir auf der Seite die Küche und auf der anderen drüben haben wir diese Öfen und was weiß ich nicht alles, was da noch gibt. Weißt du, diese Dinger, die wir gerade aufbauen. So, und dann haben wir hier unser kleines Küchle. Offene Küche machen wir. Das gefällt mir schon mal jetzt wieder. Bin gleich wieder gut drauf, jetzt wenn ich sowas machen kann. So, gehen wir mal rein. Also hier, wie gesagt, Stromhäuschen. Da werde ich wahrscheinlich auch zukünftig das Brennholz stapeln. Brennholz, Sticks und so. Alles, was man nicht täglich braucht. Da müssen wir gucken. Also Leute. Ein letztes Mal. Oh nee. Oh nee. Das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. Das war. Lass mich mal geschwind überlegen. Das war unten. Müssen wir auch noch sortieren. Oder wir machen das Lager drüben rein, wo dann eben so. Weißt du, du brauchst es ja hier wirklich. Alles schaltet ja nur mal für den Bogen. Man braucht es ja für nichts. Dass wir uns da ein Lager drüben reinmachen zu den Batterien. Mit den Sachen wie Kevlar, Leder, Fett. Wo ich Fett, glaube ich, demnächst irgendwann brauche und dann auch eine ganze Weile brauchen werde, wenn ich es richtig weiß. So, mal zum Beispiel die Krokodilshaut mal hier rüber macht. Das hier, das sind die alten Pfeile. Ein Millimeter. Ein Millimeter. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir es gemütlich an, weil jetzt kommt nämlich das, auf das ich die ganze Zeit warte. Ist ja gar nichts mehr drin. So, eine Schmelze, zwei Schmelzen, hier ist nichts dabei, das ist die dritte Schmelze und die vierte Schmelze, ja. Dann füllen wir das jetzt auf und dann gehen wir die Solarpanel bauen. Ich hole aber noch einmal Brennstoff für die Mädels hier. So. Ach, die Ding wollten wir ja auch noch heute machen. Dann machen wir das halt morgen als allererstes.
die Pflanzenkübel für die offene Baustelle. Hier müssen wir ja auch noch machen. So, ich hau die Federn auch noch hier rüber, den Stein wieder, dass ich auch richtig leicht bin. Komm, jetzt zelebrieren wir's. Ich schätze mal. Obwohl die Solarpanel ja natürlich nur bedingt was hermachen heute. So. Jede Schmelze zwei Dinger rein. Das ist doch gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt unsere Ruhe da drin. Kann uns nichts mehr überraschen. Natürlich können sie durchbrechen, solange es noch nicht aufgewertet ist. In diesen roten Nächten. Aber auch das werden wir bald erleben. Wenn ich gut treffe, werden wir wahrscheinlich gar nicht viel reparieren müssen. So, schaust die an. Einmal rein, zweimal rein. Du bist ja, könnte ich jetzt schon wieder eine Folge füllen, indem ich Brennholz jetzt nachbesorge, was fehlt, ne? Deswegen, es ist einfach zu extrem. Ein paar Sachen schauen wir uns vom Strom auf jeden Fall noch an. Das möchte ich jetzt, da möchte ich nicht drauf verzichten. Aber ansonsten fehlt einfach was, was man zwischendrin mal macht, dass die Folgen abwechslungsreich bleiben. Ne? So Leute, komm, wir checken das mal kurz. Wir hatten hier schon Material drin, da fehlt jetzt noch 5 Eisen. 5 Eisen, 10 Eisen, 15 Eisen. Ne, wir machen erstmal 3 fertig. 3 fertig, 2 sind es noch zu bauen. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bei Kupfer weiß ich gar nicht, wie viel Kupfer das jetzt war, bevor ich mich aber überlade. Krasse Geschichte. Gerade wie wir es gesagt haben, regnet es. So, 4 Kupferbarren brauchen wir und 8 mechanische. 4 Kupferbarren und 8 mechanische. Dann ist das Regal wieder leer. 1, 2, 3, 4. 8 mechanische, die kriege ich hier, ne? Ja. Kommt, bevor es wegspawnt. Hier ist echt um jedes Ding schade. Sind es mechanische oder mache ich die ganze Zeit was anderes? Nee, ich prüfe, wer sich binde. So, und weißt du, was halt das Allermieseste da dran ist? Dass meine Regale jetzt wieder geschröpft sind. Und das war echt ein langer Prozess. So. Bams. Bams. Und wir haben noch nicht mal alle fertig hier. Ne? Guck dir das an. Jetzt brauchen wir hier nochmal 12 Kupferbarren. Weißt du was? Die holt sich jetzt auch noch hier rein gleich. Was fehlt ein Ihmchen eigentlich noch? Der bräuchte jetzt noch 11 Alu und 6 mechanische Teile. Dann könnte man den eventuell in Betrieb nehmen, ne? Das sind schon mal 10 Alu. Ein Alu und 6 mit dem... Ah, aber ich habe die mechanischen, dann wird er morgen fertig. 2 habe ich noch hier unten drin. Ach, Mist. Das hätte ich mir jetzt gewünscht, dass wir das noch haben. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn wir unser erstes Öl hätten machen können heute in der Folge. Ich bin noch nicht fertig, ihr kennt mich. Das kann jetzt sein, dass ich einen Schnitt mache. Es fehlen 6 mechanische. Sind wir uns einig? Das haben wir jetzt kapiert. Ich habe, muss ich kurz ausladen, 3 Alu übrig. Die 2 kann ich zum mechanischen machen. Dann fehlen nur noch 4, gell? Ah, wegen 4 machen wir doch jetzt kein Ding. Machen wir jetzt kein Fass auf, oder? Hey, wegen 4? Wenn ich jetzt kurz in den Wald reinrenne, 4 Steine klopfe, die Steine liegen lasse, kriegen wir 4 Stück zusammen, dann hätten wir den. Dich ja nicht, aber du könntest dann auch laufen. Das wäre natürlich schon cool. Wenn ich überhaupt eine Reichweite habe bis hier. Lass mich mal ganz kurz aufs Stromkessel gucken. Wie sieht es denn an so einem Tage aus? 75, wenn das Wetter passt, ne? Meine Lieben, ich mach mal einen Deal. Wir gehen jetzt kurz in den Wald. Habe ich noch Pfeile bei? Hab ich noch Pfeile bei? Kann das sein, dass mein Köch... Ah ne, da ist er. Ich habe den nicht gesehen. Steinpfeile habe ich noch und 6 Knochen. Hier, komm her. Wir laufen. Da ist eh offen hier. Das machen wir jetzt. Ich besorge uns das jetzt. Ich will das jetzt heute sehen. Wir hacken alles an, was so rumläuft. Wenn ein Bär kommt, renne ich natürlich nach Hause. Hier zum Beispiel, ne?
Wo ist denn die Spitzhacke? Wir nehmen nur die Erze mit, keine Steine. Zumindest nicht, dass ich überladen bin. Jetzt am Anfang. Guck mal, hier zum Beispiel eins, jetzt brauchen wir nur noch drei, ne? Komm, das muss sein heute. Ich muss ja sehen, ob ich die noch weiter vorschieben muss oder was. Wo ist es? Hier. Zwei nur noch. Wenn wir jetzt keine Kupferwelle kriegen, schaffen wir es. Nimm mal den mit, falls du eine Dings brauchst. Bin natürlich ein bisschen hellhörig. Mit den. Vorne ist irgendwas im Wald. Also ein Vogel. Oh, das wird knapp mit der Spitzhacke. Ich sehe das schon. Das Schlimme ist, ich sehe es manchmal einfach nicht, das Ding. Okay, jetzt muss ich Steine rausschmeißen. Hier ist es. Wow, mir glückt nur noch eins. Und das kriege ich daheim durch die Brocken zusammen, glaube ich. Da freue ich mich. Augen auf. Beim Erze. Kupfer. Weißt du, mir ist es echt zu schade mit den Steinen, aber ich habe jetzt keinen Bock, 100 Jahre noch zu warten. Bis ich die dann wieder heimgeschleift habe und bis ich dann wieder weg bin. Ich hätte den Kübel mitnehmen können, ich weiß es. Ist einfach mal eine Spontanaktion. Kupfer. So, komm, der ist es, ich spür's. Ne, der da ist es. Ja, der ist es. Eindeutig Eisen. Kleiner Stein. Hier. Jo, haben wir richtig gerochen. Da vorne ist der See. Passt alles? Ja, wir haben sie. Heizen wir noch kurz zusammen durch, oder? Schaut euch das an. Das Paradiesle. Schön vorne rumgeschlungen, damit wir ja alles so hinkriegen, wie wir es haben wollen. Das haben wir schon richtig gut gemacht. So. Ja, dann werden wir hier schön gärten in die Mitte. Ach, da freue ich mich. Da freue ich mich wirklich drauf. Boah. Solange ich es nicht knallen höre. Okay. Ist gut. Drecksack. Gammlicher. Vor allem, wie es sich dann immer anhört, als ob er sich eine Birne aufmacht, ne? Treffer war es, aber keiner. So, mein Freund. Eins, zwei, drei und tschüss. Das sind mir jetzt auch egal, dann bleibt es liegen. Ich freue mich jetzt gerade viel mehr drüber, dass das noch hingehauen hat. Brennen die schmelzen, das wäre viel wichtiger. Ja, ja, ja. Den können wir ausräumen. Machen wir hier gleich Kupfer, weil wir brauchen ja noch mehr. Es ist ja damit nicht erledigt, dass wir das jetzt heute so haben. Ne? Das ist ja nur die Freude, dass ein bisschen was gegangen ist. Dam, dam, da, dam, da, dam, dam, dam. Lass mich mal kurz hier reingucken, ob ich was aufstecken kann. Yeah. Leider nur drei. Aber ein Kupfer ist dabei. Oh, und was mir auch gerade auffällt, das können wir auch die Tage machen. Die Trockenziegel, die unten drin sind, ne? Doch, der brennt noch, oder? Hab ich dich nicht angeschaut? Doch, ich hab mich nur getäuscht. So, jetzt geht's eigentlich nur noch darum, dass die Kollegen hier fertig werden. Ja, gleich ist es soweit. Freue ich mich jetzt. Schack. Schack. Schack, tu da hart. Komm, ich mach gleich. Nee, ich muss erst ausräumen. Das wird sonst zu viel gleichzeitig. Hier sind sie. Scharbübel. Gott, ich bin so aufgeregt jetzt, dass wir das hinkriegen. Jetzt wollte ich natürlich noch. Ja, das ist ein Anfang. Das haben wir das erste Gerätle, das dann in irgendeiner Form wenigstens mal läuft, ne? So, die vier waren es, wenn mich nicht alles täuscht. Zack, rüber. Zack, rüber. Müber. Züber. Und die Sonne ist da, ist alles gut. Komm her, da stelle ich mich kerzengerade vor das Ding, das ich sehe. Eins, zwei, drei, vier. Bams! Zeit bis zur nächsten Extraktion 0. An.
Da mache ich natürlich einen Schnitt. Ich lasse jetzt keine 4 Minuten laufen. Meine Lieben, das kommt tatsächlich hin mit dem Strom, ne? Wir gucken mal kurz das Kästchen an. Also die Reichweite ist super. Ölsauger braucht 100. Ich habe ja nur 75. Wieso läuft denn der Ölsauger dann trotzdem? Läuft der halt einfach nicht auf 100%, oder? Ja, aber es wäre ja recht, wenn er trotzdem läuft. Nee, der geht wohl aus. Wann geht denn der aus? Ich hält, habe ich komplett vergessen. Wir brauchen ja 100. Ich habe ja gar kein 100. Ich will irgendwas heute noch machen. Ich will irgendwas heute noch machen. 4 Elektriker-Teile, das kriegen wir alles noch nicht hin. Nee, meine Lieben, es bleibt dabei. Wir müssen die Dinger oben aufbauen. Die Motivation dafür war da, aber es hat nicht gereicht. Ich hole euch morgen hier ab. Ich besorge wieder ein paar Materialien, dass wir den Öldinger da hinkriegen, dass wir praktisch nochmal hier oben eins mindestens aufbauen, zwei, dass wir ein bisschen Power-Reserve haben. Und dann mit dem ersten Öl machen wir Plastik und dann wird es schon. Dann wird es schon. Machen wir mit dem ersten Öl Plastik, würde ich sagen, dass wir den Mischer aufgebaut kriegen mit den Elektroteilen. Ja, das wird schon. Ich freue mich auf morgen. Bis dann.